Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Foundation. Wir haben ja beim letzten Mal hier unsere Metallproduktion bzw. unsere Werkzeugproduktion soweit fertiggestellt. Wir haben hier mit dem Bau eines riesigen Turms begonnen. Einfach, dass wir bei der Kirche ein bisschen den Punkt erhöhen und uns da ein bisschen was freischalten. Es wird hoffentlich klappen, vielleicht sogar noch diese Folge, das wird sich zeigen. So, wir haben zwei neue Dorfbewohner. Es könnte sein, dass die beiden das sind. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder? Ja, das sind vermutlich die beiden. Genau, der Gene, ja, das sind die. Alles klar. Guti, dann wo teilen wir euch denn ein? Ich glaube, die Mühle hat noch, die neue Mühle hat noch gar keine Mitarbeiter, oder? Genau, dann teilen wir euch mal da ein. Dann hört der Bauer hier hoffentlich auch mal auf zu meckern. Von wegen, ich habe ja so wenig Platz hier, weil ich so viel Getreide habe. So, der Bäcker hier wird auch bald fertiggestellt sein, wenn denn das nötige Werkzeug da ist. Ach stimmt, hier bräuchten wir auch mal Träger. Warte mal, was haben wir denn hier eingelagert? Ich schau mal kurz, was wir hier haben. Hier haben wir die geschnittenen Steine, Bretter, Werkzeuge. Womit treiben wir, könnten wir denn noch Handel treiben? Kleidung könnten wir nehmen, Kräuter können wir noch nicht ernten, wie auch immer das gehen soll oder wann auch immer das gehen soll. Ja, dann machen wir doch mal hier, Kleidung, würde ich sagen. Haben wir aber leider gerade eh keinen freien Dorfbewohner, deswegen ist es vorerst egal. So, da wird wieder ein Haus erweitert. Nein, es wurde fertiggestellt. Entschuldigt bitte. Ja, doch, es wurde erweitert, alles klar. Ja, dann. So, beim Köhler hätten wir noch Platz für einen Larry. Oh, ich mache miese. Das finde ich natürlich gar nicht gut. Woran hat es hier liegen? Weiß man noch nicht. Gut, wahrscheinlich liegt es einfach am Import. Weil noch importieren wir ja Werkzeug. Bleibt die Frage, warum eigentlich? Ich würde sagen, wir sollten da mal den Handel stoppen. So ein Kleider können wir verkaufen bis zu einem Wert von, sagen wir mal, 20. So, wer hat hier ein Problem? Ohne Zoneinteilung kann ich nichts pflanzen. Der Förster, ja. Dann bleibt das erstmal dein Problem, denn wir wollen hier noch nicht fällen. Ich will nämlich, dass sich die Holzfäller erstmal hier hinten das Gebiet vorknüpfen und im Optimalfall auch das hier. Aber ich befürchte fast, dafür müsste ich einfach mal einen neuen Holzfäller da hinten hinklatschen. Das werde ich auch mal zeitnah tun. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen da jetzt einfach das Abbaugebiet rein und fertig. Außerdem, was heißt, du hast kein Gebiet? Du hast hier hinten eine ganze Ecke frei. Was stimmt denn nicht mit dir? Und ja, leider ist jetzt doch der Weg da vollends verschwunden. Finde ich natürlich nicht so geil. Wobei, es ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben ja hier unseren wunderschönen Weg, der zu unserem Herrenhaus führt. So, der Brunnen ist leider immer noch nicht fertig. Schade. So, da liegt ganz viel Eisen in der Mine. Da könnte die Kohleproduktion noch ein bisschen schneller laufen, aber es wird schon mit der Zeit. Wir haben ja momentan halt relativ wenig Holz, muss man sagen. Ich glaube, auch aus diesem Grund... Oder vor diesem Aspekt, Gesichtspunkt wäre auch ein weiterer Holzfäller hinten. Alles andere als verkehrt. So, bauen wir da mal einen hin. Und schauen mal, wohin es uns bringt. So, wir haben ja immer noch die Aufgabe vom letzten Mal bekommen mit diesem hölzernen Bergfried. Und da haben wir uns ja das Gebiet hier ausgeguckt, dass wir uns das kaufen wollen, sobald wir das nötige Kleingeld haben. Wir sind kurz davor, vielleicht schaffen wir es ja gleich. Nein, wir haben wieder was ausgegeben. Warum? Na gut, es kostet ja leider alle Steuern. Hm, diesen Landstrich könnten wir aufgeben. Die Frage ist, was uns das bringt. Gut, weniger Steuern, ja.
aber dann wäre auch das Land weg. Und das wäre nicht so geil. So, holen wir uns das mal dazu. So, ein hölzerner Bergfried. Dann fangen wir doch mal an. Oha, ein richtig schöner Klotz. Holztor, Zierfahne, Trainingspuppe, Türen, 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 Holzplatten, Holzplatten. Aha. Mir fehlen da gerade irgendwie noch so ein bisschen die Nebengebäude. Warte mal ganz kurz, bevor wir da jetzt mit anfangen, gucken wir doch mal. Demnächst verfügbar. Okay, das sind wahrscheinlich die Nebengebäude. Da fehlt uns 15 Prunk für. Nun gut, dann bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als mit diesem hölzernen Bergfried mal anzufangen. Und ihn im Zweifel einfach mal zu erweitern. So, schön hoch soll es sein. Für mehr Prunk. Wie hoch können wir? Mein Gott! Und ich dachte schon, die Kirche wäre übertrieben. Der Kirchturm, den wir da bauen. Wo ist er? Wo ist, da ist die Kirche. Ich dachte schon, der Kirchturm würde übertrieben groß werden. Aber das hier wird das, denke ich mal, locker toppen. So, damit wir auch genug Aussicht haben hier. Mein Gott. Hallo! Was ein Quatsch. Ja gut, machen wir so. Alter, 740 Bretter. Oh Gott, nee, komm. Wir sollten da jetzt, glaube ich, nicht übertreiben, sonst würden wir ja nie fertig mit dem Ding. Fangen wir nochmal ganz in Ruhe an. Ich habe jetzt gerade leider gar nicht so auf die Baukosten geguckt. So, 250, was? Fische liefern? Nein, das behalten wir alles für uns, weil wir können noch keine Fische liefern, weil wir nirgendwo ein Gewässer haben zum Angeln. Stimmt, das fällt mir auch gerade erst auf. Also, hallo? Warum ist jetzt das Hauptgebäude verschwunden? Ach komm, warte mal, wir brechen nochmal ab. Irgendwie scheint da gerade ein wenig der Wurm drin zu sein. Nochmal auf Anfang. Hauptgebäude. So, Holzplatte. Kommt da drauf. So, Tür A. Hey, wo ist das denn jetzt denn abgehauen? So, was haben wir hier für eine Tür B? Okay. Und Tür C. Na, ich glaube, ich finde Tür B am schicksten. Nehmen wir doch mal die. Natürlich die Zierfahne. Ich finde es geil, dass man einen Holztor machen kann, aber keine Mauer. Machen wir das Holztor erst einmal dahin. Oh, ein paar Trainingspuppen. Bin ich blöd oder kann man wirklich keine Mauer machen? Ne, man kann es wirklich nicht, ne? Nun gut, machen wir es erst einmal so. Und wir machen auch mal hier eben noch Abbaugebiet, dass die Bäume da möglichst bald verwurstet werden. So, dann hier noch. Ach, guck an, da fangt er auf einmal sofort an zu bauen. Schön, bei dem anderen Gebäude, da muss man euch gefühlt 300 Jahre lang erstmal bitten, bis ihr anfangt. Und da, na gut, besser da als nirgendwo. Von daher passt das schon. So. Hier brauchen wir noch zwei Träger. Damit da auch mal Waren reinkommen, die wir verkaufen können. Haben wir jetzt noch welche, die arbeitslos sind? Ich habe beim Bauen ein bisschen... Ja, zwei Stück haben wir noch. Warte mal, hier hinten hatten wir doch noch... Ja, die Bäckerei. Obwohl, erstmal machen wir hier den Holz... Wir machen bei jedem einen. Machen wir einen Kompromiss. So, hier hinten sind ja doch schon ein bisschen die Bäume ausgedünnt. Das finde ich schon mal super. Dann würde ich sagen, könnten wir auch in die Richtung schon mal ein bisschen das Wohngebiet erweitern. So, erst einmal so. Wir sehen nämlich, es ist schon ein gewisser Bedarf da. So,
Sehen wir daran, dass sich direkt da ein neues Gebäude formt. So, hoffen wir, dass da auch möglichst weitere freie Larrys kommen. Und wieder dieses Phänomen, dass wir hier etwas gebaut haben, was auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Schön, toll, freut mich. Versuchen wir es nochmal. Mit diesem wunderschönen kleinen Turm, der uns jede Menge Prunk bringen soll. Ja, so, Baubeginn. Wie gesagt, wir hatten ja eigentlich schon angefangen, aber irgendwie... Sehr gut, das da oben ist schon mal fertig. Warte mal, können wir... Holzwand! Ach, guck an, jetzt haben wir hier auch eine Holzwand. Ja, sehr schön. Da können wir doch auch mal einen vernünftigen Bergfried eingrenzen. Warte mal, da mache ich mal kurz die Ansicht ein bisschen hoch. Ein bisschen von oben. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt leider hier den Weg ein bisschen kappen. So. Damit ihr auch mal da herlauft, wo ihr herlaufen sollt. Nee, war schick. Dann würde ich aber die Trainingspumpen nochmal verlegen, dann würde ich hier so den Trainingsplatz hinmachen. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. So, die allgemeine Happiness. Oh, 12 Dorfbewohner fehlt es an Religion. Und 21 fehlt es an Mampf. Oh je, oh je. Wenn es den Leuten an Essen fehlt, das ist natürlich gar nicht gut. Dann müssen wir mal schauen, dass wir möglichst schnell gegen anarbeiten. Wie sieht es denn hier aus? Brot wird verkauft, aber nicht sehr viel. Was ist hier das Problem? Und es kann Weizen in der Nähe finden. Oha. Du bist ja auch erst gerade dabei, hier was anzumachen. Aber dann würde ich sagen, könntest du mal vielleicht perspektivisch ein größeres Feld kriegen. Machen wir mal hier bei der Landwirtschaft noch ein bisschen mehr. Damit du auch die beiden Mühlen weiterhin bewirtschaften kannst, weil du hattest ja vorher sehr viel und du hattest ja vorher immer knapp 100 und jetzt hast du nur noch 58. Das heißt, die beiden verbrauchen mehr, als du produzierst. Was natürlich nicht so geil ist. So, sind schon die beiden neuen Dorflerichs da? Nee, ne? Oh geil, jetzt gehen die in die Namen aus. Jetzt heißen die nur noch Female Nummer 188, Female Nummer 653. Na gut, okay. Aber immerhin 80 Namen hat er sie sich ausgedacht. Das ist ja auch schon mal lobenswert. So. Gute 50 Bretter fehlen noch. Halte ich für machbar. Aber waren nicht noch zwei neue auf dem Weg? Ja, da sind sie auch schon. So, dann kommt einer dahin und einer, weil wir dringend Mampf brauchen, bitte dahin. 8 Leuten fehlt es noch in Kleidung. Da müssen wir auch mal gegen anarbeiten. Da sollten wir... Ich würde sagen, wir nutzen hier hinten den Platz als Weideland und machen hier noch eine... weitere Schäferei hin. Eine weitere Weberei. Ist hier kein Eingang? Ach, da ist der Eingang. Okay. Ja, die können wir hier so am Rand machen. Und noch eine Schneiderei. So. Dann weiß ich auch schon so grob, wie wir das mit dem Holztor hier machen. So machen wir das Ganze.
Kann man sich das nicht genau anzeigen lassen, wem da was fehlt? So, Nahrung. Es fehlt ja an Brot und an Beeren. Hm, nee, nur an Brot, glaube ich. Deswegen gut, dass wir hier die Brotproduktion ein bisschen gesteigert haben. Ich befürchte aber, wir müssen die noch deutlich mehr steigern, weil wir haben jetzt die ganze Zeit neue Dorfbewohner bekommen, aber irgendwie nicht wirklich viel an der Nahrungsmittelproduktion geschraubt. Hoffen wir, dass sie uns da nicht für abstrafen werden. So, Theoderich, hol doch mal ein bisschen Holz dazu. Ich würde sagen, wir setzen mal hier drauf eben die Priorität. Bretter haben wir ja genug da. So, für Jagdhütte und mehr Bergfried wird es aber noch ein bisschen dauern. Wir können auch mehrere Bergfriede bauen, so ist das ja nicht, ne? So, uns fehlt noch ein bisschen bürgerlicher Prunk. Könnte ein Marktplatz helfen. Wir haben gerade keinen Arbeitslosen, ne? Nope. Attraktivität Durchschnitt. Was ist da denn bitte los? Da müssen wir doch mal ein bisschen hier ein bisschen schicker machen, da die ganze. Ja, wobei Zierbäume. Hm. Lieber ein paar Sträucher. So, haben wir es jetzt schon hoch? Jawohl. Ed hat schon gereicht. Sehr schön. So, wie schaut es denn mit dem Bergfried aus? Gucken wir da doch erstmal. Da haben wir ja die Priorität gesetzt. Ja, da wird fleißig gebaut. So, jetzt wird auf einen Baumeister gewartet und da kommt schon der nächste. Schön, die haut jetzt einfach ab. Die hat keinen Bock mehr. Schichtende. Tja, dann muss halt gewechselt werden. So, wir machen mal hier eben schon einmal die Hecke. Ich würde sagen, wir ziehen die mal eben so einmal. So, mal kurz gucken, wo genau das Wohngebiet herläuft. Alles klar, bis da so in etwa. So, wir lassen es dann erst einmal so. Ja, guck. Und das Ganze noch ein bisschen eingrenzen hier. Da wird auch noch fleißigst gebaut. Da fehlen noch ein paar Werkzeuge, aber die produzieren wir ja mittlerweile Gott sei Dank selber. Deswegen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Waren über. Was ist das hier? Honig und Wein. Oha. Dann bleibt die Frage, ob wir das noch nicht produzieren können, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben oder weil es noch nicht im Spiel integriert ist, weil wir eben noch im Early Access sind. Das kann ich gerade nicht beurteilen. Ich wollte gerade sagen, ich fände das super, wenn ihr mal hier ein bisschen Gas geben würdet. Wenn doch vielleicht einer endlich mal die letzten Bretter holen würde. Das würde ja schon mal helfen. So viele Bretter auf Lager. Da sind 16, hier sind 49. Habt ihr quasi alles. Ach, guck, Maria macht dann direkt hier das Lager leer. Und bringt 49 Bretter. Ich vermute zumindest, dass das Lager hier war, weil wir hier gerade 49 hatten. Yep. Sehr gut. Dann drehe ich nochmal ganz kurz hoch, dass wir, wenn wir Glück haben, vielleicht diese Folge noch den Bergfried fertig sehen werden. Oh, jetzt wartet man wieder auf den Baumeister. Oh, Kinnas. Ja, komm, wisst ihr was? Egal. Dann wird es halt erst nächste Folge fertig. Haben wir halt noch ein bisschen Baustelle. So. Die zwei Türme auf einer Höhe, obwohl der hier viel höher steht. Hoffen wir, dass der auch mal fertig wird und nicht wieder im Nirvana verschwindet. Ihr Lieben, das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss, Sikowski.